Nach Justinian verlagerte sich der Schwerpunkt byzantinischer Politik nach Osten. Nachfolger Justin II. Versuchte den Einfluss in Asien auszuweiten. Im Kaukasus breiteten sich bereits die Frühtürken aus. Zugleich kamen die Awanen nach Europa, die nun die slawische Völkerwanderung auslösten. Das brachte die Nordgrenze des Reichs in Bedrängnis. Für ein effizientes Vorgehen musste erst Frieden mit Persien geschlossen werden. 592 gingen die byzantinischen Truppen unter Kaiser Mauritius in eine Offensive über. 597 kam es zur Belagerung Thessalonikis durch Awaren und Slawen. Die Einzelheiten werden in den Wundern des heiligen Demetrios überliefert. Erst nach einer Pest im awarischen Lager konnte Frieden geschlossen werden. Im Vertrag von 600 wurden die byzantinischen Tributzahlungen erhöht. In der Folgezeit konnte die Donaugrenze wiederhergestellt werden. Trotzdem waren die Nordprovinzen verwüstet, die Romanen zogen ab, was Platz für die Slawen schuf. Der Westen ging endgültig verloren. 568 zogen die Langobarden von Pannonien nach Italien. Wegen der Perserkriege konnte auch hier nichts entgegengesetzt werden. Kleine Expeditionen endeten in Niederlagen. Gleichsam als Alternative versuchte die byzantinische Diplomatie, die Franken gegen die Langobarden aufzubringen. 598 und 603 wurden Friedensverträge geschlossen. Geblieben ist Byzanz das Exarchat von Ravenna. Der Exarch war ein hoher Beamter, der über politische und militärische Befugnisse verfügte. Dem Exarchat von Ravenna waren die byzantinischen Herzogtümer in Italien unterstellt. Sizilien war ein Sondergebiet, während in Afrika auch ein Exarchat gegründet wurde. In Spanien ging unterdessen der byzantinische Besitz weitgehend an die Westgoten verloren. 572 wurde Córdoba eingenommen.